Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 19, dem Karrieremodus. Heute das Rückspiel der Euroleague, also Runde der letzten 32, die Zwischenrunde. Wir haben ja, wie gesagt, eine Runde mehr als in der Champions League gegen die Tottenham Hotspur, Hinspiel 0-0. Also stehen wir so ein bisschen unter Druck, in Anführungszeichen, weil wir leider auswärts kein Tor geschossen haben. Das hätte ich mir gewünscht. Spielen wir im Gestöbern einbedeckt, okay. Weil wir halt auswärts leider kein Tor geschossen haben, deswegen ist das jetzt immer ein gefährliches Ergebnis. Nehmen wir hier mal Da Costa rein und links mal Mario Veros. Die anderen, ja, weiß ich nicht, ob wir das riskieren sollen. Vielleicht links vorne nochmal Cessinho. Ansonsten die anderen würde ich einfach lassen. Vielleicht hier nochmal Fernandes rein, aber ansonsten würde ich die wirklich alle lassen. Und nochmal ein paar Frische auf die Bank einwechseln. Paciencia mal vorne rein für den Sturm. Vielleicht nehmen wir mal Stendera mit für die Guzman. So, aber dann würde ich auch reingehen ins Rückspiel. Ich hoffe nicht, dass das der zweite Wettbewerb ist, wo wir ausscheiden. Ich kann ja noch mal kurz berichten, bevor das Spiel jetzt losgeht, über den neuen FIFA-Patch. Keine Angst, nichts Großes, einfach nur ein paar Veränderungen. Ein paar Wappen wurden verändert, über 700 2D-Gamefaces wurden angepasst. Also wenn man ins Teammanagement geht und dort die Werte der Spieler betrachten will im Teammanagement, da wurden halt 700 neue hinzugefügt. Und auch ein paar Ingame-Bilder wurden angepasst und Wappen und Logos, also nichts Gameplay-Technisches. Deswegen soll uns das nicht hindern, hier heute weiterzukommen, eine Runde. Das wäre natürlich mega, mega gut. Aber wir brauchen eine konzentrierte Leistung. So wie gegen Gladbach, wo wir aber auch leider wieder ein 1-1 bekommen haben. Aber bis zum Gegentor war es eigentlich gut. Sah gut aus und wir dürfen jetzt natürlich erstmal kein Gegentor bekommen. Weil ansonsten müssen wir 2 schießen. Das ist auf jeden Fall die Ausgangssituation. Also wenn hier irgendeiner ein Tor schießt, gibt es schon mal keine Verlängerung. Wenn die Spurs 1 schießen, müssen wir 2 schießen, also immer ein mehr als der Gegner. Und da ist schon mal die Führung. 15 Minuten, geht doch gut los. Ja, holla die Waldfee. Holy the World Ferry. Ne, the Wood Ferry. Egal, also 15 Minuten, Sebastian Haller. Jetzt habe ich das Tor übersprungen, ey. My fault, my mistake, mache ich aus Reaktion. Aber das war doch mal ein Start nach Mars. So kann man doch mal hier rein starten ins Rückspiel. Und jetzt kann es schon mal keine Verlängerung geben. Jetzt kann es schon mal keine Verlängerung geben und das spielt uns natürlich absolut gut in die Karten. Schnell gespielt vor dem 1-0. Rebic gesehen, bisschen Pech gehabt im Abschluss. Haller auch da ein bisschen Glück im Abschluss, das wir mal wieder brauchen. Und vielleicht holen wir uns ja über die Europa League hier das Selbstvertrauen zurück. Das wir dann natürlich auch für die Liga brauchen. Für den Pokal nicht mehr, für den DFB-Pokal, da sind wir ja leider ausgeschieden gegen Wolfsburg. Aber aufgepasst, die Spurs kommen mit Dele Alli. Ja, und Trapp ist zum ersten Mal da. Also, ein Tor von den Spurs und wir wären draußen. Deswegen lieber noch ein zweites schießen. Natürlich aufs zweite gehen. Ich werde jetzt hier nicht defensiv spielen, weil erstens mal ist das nicht mein Stil. Zweitens geht das immer schief. Wenn ich irgendwie versuche, defensiv zu spielen, dann bekomme ich eh ein Gegentor. Und drittens ist das auch einfach lame, wie ich finde. So. Aber vielleicht muss man auch mal auf Ergebnis halten spielen, wenn man sowas Großes gewinnen will, wie die Europa League. So, Son kommt durch. Viertelstunde rum von den Spurs, noch nicht so viel zu sehen, aber das ist alles noch am Anfang des Spiels. Da lässt der Schein nicht trügen, dass die Spurs doch eventuell ein bisschen mehr nach vorne machen müssen jetzt. Und eventuell ergibt das ja Kontersituationen, so wie diese hier. Aber Gacinovic ein bisschen zu lang geschickt, schade. Aber der Ball war gut, der Versuch, der war gut. Aber leider dann der Ball im Endeffekt zu langsam. Beziehungsweise zu schnell gespielt, zu hoch und zu weit. So, Valencia und Dele Alli. Also die Spurs haben sich kurz geschüttelt und jetzt geht es weiter. Das wird auf jeden Fall noch eine offene Partie. Bis zum Schluss. Bis in die 90. Minute rein. Verlängerung kann es ja nicht mehr geben. So, Harry Kane haben wir gut unter Kontrolle. Ndika hat das gut gemacht. Kein Foul da. Und außen mal Cessinho. Jawohl, kriegt Haller durch. Gegen Eric Dier, da kommt noch Sanchez dazu. Oh, hat er. Hat er auch. Haller, schade. Ich dachte, der blockt den weg und der legt den dann nach hinten. Ja, beide Verteidiger, Verteidigungsreihen stehen bislang sicher. Einmal mussten die Spurs federn lassen, da hat Haller den Abstauber genommen. Aber ansonsten machen die das beide bislang hinten gut. Fernandes, schade. Eric Dier wieder. Und Lukas und Harry Kane und Dele Alli. Es geht auch schnell und schnörkellos bei den Spurs nach vorne. Die haben so einen ähnlichen Spielstil wie wir. Zack, über die Außen und dann vorne rein. Achtung, Ndika.
Lukas kommt und Trapp. Ja, kriegt den nicht weit genug weg, aber Danny da Costa. Und jetzt haben wir mal Überzahl. 3 gegen 2, habe ich gar nicht so gesehen. Und da spielen wir so aus. Schade. Gacinovic. Hätte ich nochmal annehmen können? Ja, auf jeden Fall. Da war Platz. Aber so einen Ball musste er einfach direkt nehmen. Ey, sorry, den hätte ich auch in echt direkt genommen. Einfach mal Risiko. Bisschen Risiko muss sein, auch wenn das eigentlich das sichere 2-0 sein muss. Allein schon, weil wir 3 gegen 2 stehen. Na gut, halbe Stunde rum. Die Führung hat uns gut getan. Mutig in den Aktionen nach vorne. Mutig auch in der Defensive. Und nicht so viel riskieren. Dann ist hier heute ein Achtelfinaleinzug möglich. Aber Achtung. Ja, eine Unachtsamkeit. Der Ball wäre da gerade richtig gut durchgekommen. Und die Spurs sind da. Oh, Rebic, gut. Gut und einfach gemacht. Da Costa, gut. Einwurf für uns, bringt ein bisschen Zeit. Bisschen sortieren. So, dann jetzt mal Rebic bisschen hinten. Gacinovic über die Außen gegen Wanyama. Oh, Abschluss. Nee, Ecke. Ja, auch durch einen Standard kann man Tore schießen. Komm, haben wir oft genug gezeigt. Müssen wir irgendwann mal wieder zeigen. Vielleicht Doppelpack Haller. Nee, das war zu weit vom Tor oder zu nah vom Tor. Aber nochmal der zweite Ball. Nein, geklärt. Schnell geklärt und gut geklärt. Das ist halt die internationale Klasse der Spurs. Die brauchen auch nicht viele Chancen. Da dürfen wir uns solche Fehlpässe wie gerade von Da Costa nicht leisten. Aber gut, ist ja ganz selten, dass das mal vorkommt. Riveros leider zu weit. Und dann haben wir auch schon gleich Halbzeit. Dann haben wir schon mal einen Teil der Mission Achtelfinale. Der Mission Achtelfinale. Klingt das irgendwie deutsch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir da mal den ersten Schritt getan. So, warum immer komplizierter machen, als man muss? Eine Halbzeitführung wäre super. Vielleicht sogar mit 2 Tonnen Unterschied. Gacinovic, schade. Und Form nochmal. Das war jetzt wirklich nicht so schwer. Achtung, Rebic nochmal. Ja, schade. Wenn wir da ein bisschen früher auf dem Bein sind, ein bisschen wacher, da spielen die dann auch nicht immer so souverän raus. Also, Führung zur Pause. Sehr gut. Gut angefangen. Dann die Spurs ein bisschen ins Spiel kommen lassen und dann haben wir wieder zugeschlagen. So, ich weiß nicht, das schauen wir uns alles hinterher an, die Endergebnisse der anderen Spiele. So, Aufstellung würde ich auch so lassen, auf ausgeglichen. Ich glaube, das etwas kompaktere 4-2-3-1 bringt uns mehr, weil die Spurs doch vermehrt über die Mitte spielen. Aber ich kann ja irgendwann, wenn ich merke, okay, wir müssen mal umstellen, dann stellen wir auf jeden Fall um. So, jetzt erstmal direkt nach der Pause die Chance. Das wäre doch überragend. Oh, wenn wir hier mit einem 2-0 reinstarten. Und es ist ein Eigentor. Der geht rein. Der geht rein. Und Glück ist auch wieder auf unserer Seite. Rebic wird als Torschütze angezeigt. Aber ich glaube, das zählt als Eigentor. Weil der sonst nicht reingegangen wäre. Da war der Ball eigentlich schon verloren. Weil Rebic sich den Ball zu weit vorgelegt hat. Und dann, glaube ich, Alderweireld. Schauen wir nochmal. Hier, schöner Pass von Haller. Und dann hier, zu weit vorgelegt. Und dann ist es, glaube ich, Alderweireld. Ja. Der mit dem Kopf klären will und dann, ja, ist es zu spät. Dann ist dies nicht mehr zu verhindern. Zack, das ist halt ganz typisch und es zählt als Eigentor. Und das ist auch ein guter Start in die zweite Hälfte. Also zwei frühe Tore in den jeweiligen Halbzeiten. 2-0. Das ist super. Super Führung. Super Ergebnis für uns. Und ja, viel besser konnten wir nicht reinstarten. Und jetzt heißt es natürlich vermehrt ein Auge auf die Defense legen. Weil die Spurs können immer 2 Tore schießen. Durch einen Standard, durch eine individuelle Einzelaktion. Das geht ganz schnell auf so einem hohen Niveau. Darfst du dir keine Fehler erlauben. So, Thiago kommt rein. Warum auch nicht? Das Heung-min. Oh, da hatte ich doch schon den Verteidiger ausgewählt. Dreimal abgefälscht und Trapp. Ja, das sind so Situationen, da müssen wir echt aufpassen. Hier sehen wir das nochmal. 1-2. Ah ne, nur einmal abgefälscht. Da hatte Trapp Glück. Guter Reflex. Gut, dass er nicht in die andere Ecke gegangen ist. Achtung, Son. Ne, Lukas kommt hier unten kurz. Lang ausgeführt. Das Sanchez und er ist im Aus. Das ist gut. Alles gut, wenn wir die so wegverteidigen. Irgendwann müssen sie was riskieren. Irgendwann werden sie mehr nach vorne machen müssen. Weil sie müssen 2 Tore aufholen, mindestens. Aber das würde ja dann reichen. So, Gacinovic. Vielleicht sogar gleich 3 Tore. Rebic. Nein, so nicht. Gut abgefangen. Gacinovic. Da kriege ich den Spieler nicht gewechselt. Auch ganz typisch, wenn man mal einen Spieler wechseln will. Nein.
Behalt den mal so lange, bis der Gegner den Ball kriegt, erst dann wechseln wir den Spieler. So hat sich das doch EA ausgedacht. So, also, jetzt ist so ein bisschen Ruhe reingekommen, nach einer Stunde ungefähr. Spurs suchen so nach ihrer Taktik. Und die Anzeige ist oben wieder verbuggt. Fällt mir sofort auf, ey. Aber da muss ich jetzt gar nicht drauf schauen. Reicht mir die Zeit. Eine Stunde jetzt rum. Flanke kommt. Vallejo in die Mitte und Gacinovic. So. Und mal wieder ein Konter von. Klar, sind jetzt nicht mehr so viele Leute vorne, weil wir vermehrt auf die Defensive achten. Aber wenn uns mal die Chance gewährt wird, dann probieren wir es natürlich. Gar keine Frage. Jetzt gibt es erstmal einen Wechsel. Auf Seiten der Spurs. Daddy Ellie geht raus und Christian Eriksen. So Leute würde ich von Anfang an spielen lassen. Ey, Eriksen allein für die Standardsituation würde ich den reinbringen oder schon spielen lassen. Jetzt kommt bei uns erstmal Rebic mit der nächsten Chance. Achtung, Form kommt raus. Und hat ihn. Gut. Alles kein Problem. Die Zeit spielt für uns. 25 Minuten noch. Spurs müssten langsam mal anfangen. Was jetzt auch wieder keine Aufforderung sein sollte, sondern, ne? Wenn sie noch was erreichen wollen, müssen sie mal bald anfangen. Da Son, da Costa klärt. So, und Gacinovic leitet den nächsten Konter ein. Gacinovic mit Haller oben. Ah, schlecht. Mit Ansage, Fehlpass mit Ansage, aber Ballgewinn. Gacinovic sehr aggressiv heute. Macht er gut. Arbeitet viel mit nach hinten. Das geht zu einfach natürlich. Harry Kane. Achtung. Oh, was ist das denn? Als ob. Wie kann der denn da durchkommen? So, Riveros. Geklärt. Auch der macht heute ein super Spiel. Ist der Senior E. Die linke Seite sowieso die etwas stärkere heute. Und der Senior läuft mal durch. Gegen Thiago, gegen Sanchez. Oh, nee, das war zu viel. Da wollte ich zu viel. Aber wir antizipieren auch gut in diesem Spiel. Haben natürlich auch Glück, dass wir den Ball dann gewinnen. Das soll heute alles so sein. Heute ist mal wieder ein Spiel, wo vieles zusammenpasst. Ein Dika. Oh, prüft da Trapp. So, Viertelstunde. Bisschen Tempo rausnehmen, bisschen Ruhe reinkriegen. Und vielleicht wird das ja der erste Sieg in der Rückrunde. Der erste Pflichtspielsieg, nachdem wir in der Liga fünfmal ohne Sieg, davon vier Remis und eine Niederlage im Pokal ausgeschieden. Das ist schon wieder die Rückrunde des Grauens. Die Frankfurt-Fans werden sich an die letzten beiden Saisons erinnern, wo die Rückrunde der schlechtere Part war der Saison. So, 10 Minuten noch, da können wir auch mal anfangen zu wechseln. Komm, wir können schon mal ein bisschen Rebic zum Beispiel, da würde ich mal Jovic hin tun. Hier tue ich Stendera hin. Und den einen Wechsel lassen wir nochmal. So zur Sicherheit, falls sich einer verletzt oder wenn einer gelb hat, nicht, dass er gesperrt wird. Und dann bin ich ja mal gespannt, wenn wir weiterkommen. Noch muss ich einen Wender vorsetzen, aber es sieht sehr gut aus, dass wir jetzt Achtelfinale einziehen. Wer dann unser Gegner ist, wird auf jeden Fall richtig spannend. Wer noch so weitergekommen ist, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss hier dran. Nicht vergessen. So, 10 Minuten noch. Harry Kane, Hasebe. So, wann bringen wir hier die endgültige Entscheidung? Haller. Jovic nimmt oben den Nieder Costa mit gegen Son. Zweimal angetäuscht. Denita Costa Fernandes. Sessignon Hasebe. Jetzt spielen wir wieder ein bisschen Handball. Riveros flankt auf den langen Pfosten. Da ist Jovic. Kommt leider nicht ran. So, 5 Minuten. Jetzt aber Vollgas nach vorne für die Spurs heißt es. Jetzt kann es eigentlich nur noch in eine Richtung gehen. Ja, Heung-Min-Son macht das schon mal. Heung-Min-Son. Flanke kommt rein und Trapp lässt ihn ins Ausgehen. Alles gut. So, machen wir nochmal einen Wechsel ruhig. Jetzt können wir Salcedo für Vallejo reinbringen. Alles super, alles super. Aber ich frage mich echt oben die Anzeige. Warum verändert die sich? Ist das immer ein Anzeigebug oder wodurch entsteht der? Wodurch und wieso verschwindet da oben immer die Anzeige? Verstehe ich nicht. So, Eriksen. Aufgepasst, Salcedo klärt. Ja, alles gut, alles fair. So, Nachspielzeit läuft. Der Keeper mit vorne. Nein, Keeper ist nicht mit vorne. Muss er auch gar nicht, weil, oh Achtung, das Spiel entschieden ist. So, Serge Aurier und Trapp hält den Sieg fest. Also wir feiern Pflichtspielsieg Nummer 1 in der Rückrunde und wir feiern das Weiterkommen. Was ich echt nach dem Hinrundenspiel nicht gedacht hätte, also nach dem Hinspiel und nach den Auftritten bislang in der Bundesliga, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir hier weiterkommen gegen die Spurs. Aber wir haben es geschafft. Spurs mit den letzten Angriffen und Hasebe klärt den Ball in Richtung Achtelfinale. Und der Schiri pfeift jetzt ab und macht's offiziell. Wir sind im Achtelfinale. Sehr gut. Hauen die Spurs raus und sind somit einen Schritt weiter näher am Finale dran. Was noch in weiter Ferne ist, gar keine Frage. Aber
Die Spurs können es auf jeden Fall schon mal nicht werden. Also Europa League-Sieger. Wir sehen anhand der Statistik, ja, das ist verdient. Doch, war ein besserer Auftritt als im Hinspiel. Und wir haben die Leistung gezeigt von Gladbach. Also es passt. Hat heute alles gepasst. Das Glück war auf unserer Seite. Mit Pech geht der Ball von Haller vorm 1-0 nicht ins Tor, sondern springt raus. Und jetzt schauen wir einfach mal, wer unser nächster Gegner ist in der Europa League. Wird uns natürlich sofort angezeigt, aber ich habe sofort nach links geschaltet. Ich habe gar nichts gesehen. Also schauen wir mal. Also Arsenal kommt insgesamt weiter gegen Leipzig. Habe ich mir schon gedacht, dass die Leipziger das nicht schaffen. So, dann AC Mailand 4-0 gegen Genk. Die sind weiter. Dann Hoffenheim verliert zwar, aber Hoffenheim gewinnt durch die Auswärtstorregel. Also ist Hoffenheim weiter. Dann AEK Athen gegen Villarreal ist weiter. Gut. Galatasaray ist weiter, Sporting Lissabon ist weiter, okay. Dortmund ist weiter, war zu erwarten, Juve ist auch weiter, war zu erwarten, Beşiktaş weiter, Marseille weiter, Paris weiter, wir sind weiter. Dann Chelsea, aber nur ganz knapp weiter, Bordeaux ist weiter, Akhisarspor ist weiter und Leverkusen ist weiter. So, das sind die Achtelfinalbegegnungen. Aha, und jetzt kommt zum deutschen Duell. Frankfurt gegen Hoffenheim, wir gucken mal von vorne. Sporting gegen Juve, klingt nach Champions League, dann AC Mailand gegen Marseille, Dortmund gegen Beşiktaş, Bordeaux gegen Arsenal, sind sehr interessante Partien. Dann Leverkusen gegen Akhisarspor, AEK Athen gegen Chelsea, vielleicht das schwierigste Los. Gala gegen Paris und Frankfurt gegen Hoffenheim. Also es wird ein deutsches Duell im Achtelfinale geben. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Ich meine, jeder Verein, der jetzt im Achtelfinale ist, der hat das auf jeden Fall verdient. Wir kriegen 500.000 Euro, da geht doch noch ein bisschen mehr. Also, Euroleague sind wir weitergekommen und jetzt müssen wir auch zusehen, dass wir in der Liga mal wieder einen Dreier holen. Gegen Hannover wäre das schon mal ganz angebracht, weil wir, auch von der Tabellenspitze gestoßen worden sind. Die Bayern haben die Spitze übernommen. 4-1 gegen Berlin gewonnen, wir müssen also nachziehen. Und Hannover hat es unten mit dem Abstieg zu tun. Die haben sogar zwei Spiele weniger gegenüber den anderen. Also, danke fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke und seid beim nächsten Part gegen Hannover wieder mit dabei. Macht's gut und ciao.